Das hier ist das Samsung Galaxy S24, das in meinen Augen wohl schönste und kompakteste Smartphone überhaupt, was mich fast dazu gebracht hat, wieder zu Android zu wechseln. Denn neben dem wunderschönen Äußeren und vielen neuen AI-Features setzt Samsung dieses Jahr auf den hauseigenen Exynos 2400 Prozessor, was mich ein wenig abgeschreckt hat. Ich gebe euch einen Einblick, ob das neue Premium-Smartphone von Samsung alles zu bieten hat, was man im Alltag braucht, aus der Sicht eines Apple-Nutzers. Lasst mich direkt mit dem ersten Aspekt anfangen, dem wunderschönen äußeren Erscheinungsbild. Einfach alles an diesem Smartphone sieht gut aus und fühlt sich gut an. Das liegt daran, dass die Rückseite aus mattem Glas und die Seiten aus mattem Metall bestehen. Zudem ist das Kameraelement sehr hübsch verpackt und die einzelnen Linsen stehen kaum heraus. Des Weiteren sind die Ecken und auch der Übergang zur Rückseite etwas abgerundet. Dadurch und auch durch die gerade einmal 167 Gramm und 7,6 mm Dicke liegt es äußerst gut in der Hand. Wie die meisten Smartphones heutzutage ist es dank IP68 gegen Staub und sogar dauerhaftes Untertauchen bis zu 4 Metern geschützt. Besonders schön sind die super schmalen Displayränder und die gut eingearbeitete Kamera. Womit ich direkt zu dem Display komme. Mit 6,2 Zoll ist es tatsächlich ideal für den Alltag und die Qualität lässt keine Wünsche offen. Es löst mit 2340x1080 Pixeln auf und hat eine Spitzenhelligkeit von ganzen 2600 Nits, wodurch es wirklich immer perfekt ablesbar ist. Der Kontrast und die Farben sind wie zu erwarten extrem gut, denn Samsung setzt auf Dynamic AMOLED 2X. Filme, Videos und auch Spiele kommen so einfach nochmal ein bisschen schöner rüber. Geschützt wird es übrigens durch Corning Gorilla Glass Victus 2 und dieses Jahr hat es auch die 1 bis 120 Hertz, was letztes Jahr nur das S23 Ultra hatte. Ich möchte hier gar nicht wieder von Apple anfangen, dort gibt es nämlich 120 Hertz immer noch nur mit der Pro-Variante und das nervt mich. Wie dem auch sei, 1 bis 120 Hertz heißt, dass das Display auf bis zu 1 Hertz runtergehen kann, wenn es gerade nicht mehr benötigt. Besonders soll sich das auf die Akkulaufzeit auswirken. Bei täglicher Nutzung mit zwischen 3 bis 4 Stunden Bildschirmzeit und aktivem Always-On-Display lande ich bei ca. 25 bis 30% Akku am Abend. Der Akku hat dabei eine Kapazität von 4000 mAh und ehrlich gesagt hätte ich hier etwas mehr erwartet. Wir haben auch das A55 getestet und die Werte sind beim A55 tatsächlich etwas besser. Dafür lädt es mit 45 Watt Fast Charge aber sehr zügig über den USB-C-Anschluss auf und unterstützt auch Wireless Charging bis zu 15 Watt. Die etwas geringe Akkulaufzeit könnte aber auch an etwas anderem liegen. Denn wie anfangs schon erwähnt, setzt Samsung dieses Jahr auf den eigenen Exynos 2400 Prozessor. Dieser taktet mit 3,2, 2,9, 2,6 und 1,95 GHz, arbeitet auch wirklich schnell und ist definitiv ein sehr guter Prozessor. Aber er frisst in etwa 15% mehr Akku als ein Snapdragon 8 Gen 3 und hat auch etwas weniger Leistung. Etwas schade, da es das S24 auch mit einem Snapdragon 8 Gen 3 gibt, nur nicht in der EU. Dennoch, für den Alltag reicht die Akkulaufzeit gerade so aus und die Leistung ist an sich auch wirklich ordentlich. In Zusammenarbeit mit den 8 GB RAM laufen alle Apps flüssig und auch bei Bild-in-Bild-Anwendungen hat das S24 keinerlei Probleme. Die meisten Spiele laufen ebenfalls sehr flüssig, wobei mein Haupthandyspiel Summoner's War nicht flüssig läuft. Ich weiß nicht, ob das an dem Spiel liegt, aber so etwas hier möchte ich nicht auf meinem neuen Premium-Smartphone sehen. Was den Speicher angeht, war ich auch etwas enttäuscht, denn hier sind maximal 256 GB möglich. Klar, für den normalen Alltag sollte das auf jeden Fall ausreichen und es gibt ja auch Cloud-Dienste. Aber wenn ich sehe, dass das A55 per microSD auf bis zu 1 TB erweitert werden kann, bin ich doch etwas verwirrt. Gehen wir lieber zum nächsten Aspekt über, der Software. Samsung setzt auf das One UI 6.1 mit Android 14. Wie auch beim A55 gefällt mir die Software sehr gut, gerade das individuelle Anpassen des Homescreens oder auch die unkomplizierte Bedienung. Mal zwei Beispiele. Beim S24 kann ich entweder meinen Finger oder mein Gesicht zum Entsperren benutzen. Beim iPhone muss ich mein Gesicht vorhalten, ansonsten dauert es gefühlt ewig, bis er mich nach dem Code fragt.
Dann die Einstellungen. Wenn ich beim S24 meine Bildschirmsperre ändern möchte, suche ich einfach nach Sperre und bekomme mein Ergebnis. Beim iPhone kann ich das nur über das Stichwort Face ID und Code finden, aber nicht, wenn ich Sperre eingebe. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die mich bei Apple nerven und die ich beim S24 wirklich angenehm fand. Einzig die vielen Samsung-Apps waren etwas lästig, denn die meisten davon braucht man eigentlich nicht, aber irgendwie auch doch, weil nur diese perfekt mit dem One UI zusammenarbeiten. Spontan fällt mir da die Reminder-App ein, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird, was sehr nützlich ist, aber das funktioniert eben nur mit dieser App von Samsung. Die große Neuerung in Bezug auf die Software ist Galaxy AI. Dazu zählen unter anderem Funktionen wie Circle to Search, Foto- und Chat Assistant sowie Live-Übersetzung. Tatsächlich habe ich im Alltag nur die Circle to Search Funktion genutzt, aber diese AI-Features haben ein wirklich großes Potenzial, wenn man sie richtig umsetzt. Samsung hat nämlich auch AI in den Fotoeditor und die Kamera gepackt. Dort ist es allerdings meiner Meinung nach nicht ganz so gut umgesetzt. Bei der Bearbeitung merkt man eben, dass es eine AI ist. So können manche Bilder echt komisch aussehen, wenn man bestimmte Dinge verändern möchte. Was die Fotos allgemein angeht, da würde ich sagen, das gucken wir uns mal beim Thema Kamera an. Und damit zu guter Letzt zum wohl wichtigsten Aspekt für viele, der Kamera. Beginnen wir mit der Hauptkamera, die ganze 50 Megapixel besitzt und somit für die meisten Fotos genutzt wird. Schärfe, Farben und Kontrast sind sehr gut, auch wenn mir einige Fotos etwas zu gesättigt und nicht ganz so natürlich vorkommen. Ich spreche hier übrigens von dem normalen JPEG-Format, da das wahrscheinlich von den meisten genutzt wird. Als nächstes zur 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera. Hier lässt die Qualität leider etwas nach. Leichtes Rauschen und digitale Nachbearbeitung sind hier bei genauer Betrachtung deutlich zu erkennen. Aber mir gefallen die Farben tatsächlich besser als bei der 50 Megapixel Hauptkamera und insgesamt ist das Bild gut, wenn man nicht gerade hineinzoomt. Anstelle einer Makrokamera wie beim A55 hat das S24 eine 10 Megapixel Telekamera, mit der man bis zu dreifach optisch zoomen kann. Diese Fotos gefallen mir fast am besten, allerdings könnte das Bild auch hier ein bisschen mehr natürliche Schärfe vertragen. Bei der Selfie-Kamera gibt es 12 Megapixel und ehrlich gesagt ist das vollkommen ausreichend. Die Fotos wirken natürlich und Farbe sowie Kontrast sind gut. Die Nachtaufnahmen und generell Aufnahmen bei wenig Licht sind tatsächlich sehr gut, doch man hat es vielleicht schon etwas herausgehört, mich stört hier die besagte AI-Verbesserung in Anführungsstrichen. Besonders bei Nachtaufnahmen wird diese sehr beansprucht und fügt dem Bild einen sehr unechten Look zu, da sie versucht, Helligkeit, Schärfe und Farbe aus diesem Bild herauszuholen. Umgehen kann man das nur, wenn man im Pro-Modus mit RAW fotografiert. Dort sind die Dateien dann aber bis zu 10-mal größer und es gibt irgendwie keine Möglichkeit, diese AI-Verbesserung zu deaktivieren. Ich finde das wirklich schade, da die Bilder an sich eigentlich sehr gut aussehen. Wo ich allerdings wieder sehr zufrieden bin, ist der Videomodus, denn der bietet Aufnahmen in bis zu 8K mit 30 FPS und Slow-Motion-Videos mit bis zu 4K 120 FPS. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das S24 äußerlich das schönste Smartphone ist, was ich je in den Händen gehalten habe. Doch was die Hardware und die Kamera angeht, war ich etwas enttäuscht. Für mich war die S-Reihe immer das Premium-Produkt von Samsung und das ist es auch immer noch, zumindest äußerlich. Im Herzen möchte ich aber auch Premium-Hardware vorfinden, daher hätte ich hier den Snapdragon 8 Gen 3 als Prozessor deutlich besser gefunden, da dieser schlichtweg mehr Leistung bietet und die Langlebigkeit bei Exynos-Prozessoren immer etwas fragwürdig ist, bzw. war. Diese Verbesserung bei den Bildern mag ich absolut nicht. Die Kamera-Hardware und auch die Bilder im RAW-Modus sind sehr gut. Warum hier so viel digital nachbearbeitet wird, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Dennoch würde ich sagen, es ist ein sehr gutes Alltagstelefon, wobei man dort vielleicht dann auch auf etwas wesentlich günstigeres, zum Beispiel das A55, zurückgreifen könnte. Ich glaube, wir werden diese beiden Telefone, wie letztes Jahr auch, mal miteinander vergleichen. Und das war's von mir, bis zum nächsten Video, haut rein!